Herzlich willkommen hier zu unserem kleinen Intro zum Thema private Krankenversicherung und wie kann ich meine private Krankenversicherung überhaupt im Alter bezahlen? Diese Frage ist jetzt nicht ein Corona-Thema, was ja gerade hier durch unser Land geistert, sondern diese Frage haben sich schon unheimlich viele Menschen gestellt, weil natürlich die privaten Krankenversicherer auch dafür sorgen, durch ihre permanenten Beitragssteigerungen die Kunden in eine Verunsicherung zu führen, dass man sich fragt, wie funktioniert das? Hierzu habe ich die Top-Expertin Jennifer Nannig zu Gast. Herzlich willkommen, Jennifer. Dankeschön. Grüß dich. Und sie wird dir oder Ihnen, wie Sie mögen, gleich erklären, welche Möglichkeiten Sie oder du hast im Alter, um einfach deine Krankenversicherung, deine private Krankenversicherung bezahlen zu können. Ja, vielen lieben Dank, Michael. Ich habe euch heute zwei Beispiele mitgebracht. Wir fangen mit dem ersten Beispiel an. Mein Kunde, der ist privat krankenversichert, hat zwei Kinder mit in der privaten Krankenversicherung drin und zahlt insgesamt 900 Euro. Wir möchten uns das mal anschauen, wie es aussieht, wenn der Kunde 65 ist, wie da seine Beiträge sich entwickeln würden. Das heißt, Ausgangspunkt sind 904 Euro. Das heißt, beide Kinder würden wegfallen aufgrund von Eigenversicherungen, Ausbildung oder etc. nach dem Studium. Der gesetzliche Zuschlag, der würde schon mit Alter 60 rausfallen und das Krankentagegeld bräuchte er im Rentenalter auch nicht mehr. Der hat aber trotzdem immer noch einen Beitrag von 536 Euro, das ist verdammt viel Geld. Ne, das muss man wirklich erstmal ins Verdienen bringen und ja, das ist ordentlich. Dann sind wir hingegangen, haben uns seinen Gesundheitszustand angeschaut, um zu gucken, was können wir optimieren. Das heißt, wir haben unseren Kunden in eine andere private Krankenversicherung gepackt mit seinen zwei Jungs, haben geschaut, wie können wir es optimieren und sind sogar aufgrund des Wechsels wesentlich günstiger aufgestellt gewesen. Das heißt, wir haben dem Kunden zusätzlich noch eine Beitragsentlastung fürs Rentenalter eingebaut. Jetzt hat der Kunde nicht nur viel, viel bessere Leistungen, hat Geld dabei eingespart, sondern hat hinterher unterm Strich auch noch wesentlich Geld eingespart. Das bedeutet, Ausgangspunkt 904 Euro, Kind 1, Kind 2 würden beide wegfallen mit 18 schon. Hier greift dann die Beitragsentlastung fürs Rentenalter, die 200 Euro, die wir vereinbart haben. Hinzu kommt dass der gesetzliche Zuschlag, der fällt weg mit 60, 40 Euro und das Krankentagegeld braucht er auch nicht mehr. Das heißt, er hat unterm Strich nur noch 336 Euro. Das sind 200 Euro weniger, die er im Rentenalter bezahlen würde und das ist wirklich eine perfekte Lösung. Bei diesem Beispiel haben wir uns an einem Kunden orientiert, der 52 Jahre alt ist, gesundheitlich noch völlig fit war, das heißt die Gesundheitsfragen alle im grünen Bereich lagen. Ich zeige euch gleich nochmal ein Beispiel, wie es ist, wenn man in jungen Jahren, sprich mit 30, in die private Krankenversicherung einsteigt und die Beitragsentlastung von Anfang an mit reinnimmt. Und vor allen Dingen erkläre ich gleich auch noch, wie es ist, wenn Sie auch schon erkrankt sind, aber trotzdem noch was für Ihren Beitrag machen möchten. Ja, wie versprochen zeige ich euch jetzt Beispiel Nummer 2. Wir haben hier einen Kunden, der ist privat krankenversichert wieder, ist 30 Jahre alt, alleinstehend. Tarif kostet um die 320 Euro. Ihr seht hier schon 400 stehen, weil wir haben dem Kunden 250 Euro Beitragsentlastung eingebaut ab Alter 65. Das heißt, diese 250 Euro machen ungefähr 75 Euro Beitrag aus, die hier aber schon mit integriert sind. Ja, so jetzt müssen wir 35 Jahre drauf rechnen, gehen wir mal von einer Beitragssteigerung von 200 Euro aus in den 35 Jahren, ne, Pi mal Daumen, dann hätte der Kunde einen Beitrag von 600 Euro. Durch die Beitragsentlastung aber, die er vor 35 Jahren eingebaut hat, schlauerweise, zahlt der Kunde nur 350, weil die 250 Euro werden ihm abgezogen. So, und ich sag mal, 350 Euro ist besser als 600, gerade im Rentenalter, ne, müssen wir natürlich alle gucken, dass wir über die Runden kommen. Deswegen ist Vorsorge jetzt schon sehr, sehr wichtig, auch schon in jungen Jahren. Ja, so. Sollten Sie aufgrund einer Vorerkrankung die private Krankenversicherung nicht mehr wechseln können, haben Sie trotzdem die Möglichkeit, eine Beitragsentlastung mit reinzunehmen. Das wäre dann zwar nicht günstiger, wie in dem ersten Beispiel, was ich Ihnen eben gezeigt habe, aber Sie hätten die Möglichkeit, Ihren Beitrag im Rentenalter zu senken. Das heißt, Sie würden heute vielleicht 100, 150 Euro obendrauf zahlen, würden dann aber zu Rentenbeginn 200 bis 300 Euro weniger zahlen. Ja? Möchten Sie mehr Infos darüber wissen, rufen Sie mich an, ich erkläre es Ihnen sehr gerne.
Ja, Jennifer hat es vorweggenommen. Sie hat gesagt, rufen Sie sie an. Die Telefonnummer ist entweder hier drunter direkt eingeblendet oder Sie finden sie hier im Text irgendwo. Wir werden sie verstecken natürlich, dass Sie die Chance haben, entsprechend dann auch mit ihr Kontakt aufzunehmen. Völlig frei. Stellen Sie Ihre Fragen an sie. Sie ist die Top-Expertin und wird mit Sicherheit auch für Sie eine Lösung haben. Herzlichen Dank, Jennifer, für deine Ausführungen. Ja, mich auch. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Also, schieben Sie es nicht auf die lange Bank, sondern rufen Sie jetzt einfach an. Wir freuen uns drauf.